Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Sim Casino. Wir haben ja beim letzten Mal hier einen Neustart gemacht. Wir haben leider jetzt wieder ein relativ hohes Darlehen. Muss ich mal kurz nochmal aufrufen. Okay, ne, wieso? Ja, doch. Wir haben aber Gott sei Dank einen relativ günstigen Zinssatz, also das ist dahingehend schon mal gut. Jetzt müssen wir natürlich nur schauen, dass wir die Einnahmen entsprechend hochkriegen. Überleg gerade, was könnten wir erforschen? Sollen wir überhaupt was erforschen? Weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Geld, ne? Und ich würde sagen, wir sollten dann vielleicht erstmal schauen. Ich drehe das Tempo mal hoch, weil wir gerade Nacht haben und da eh nicht viel los ist. Wir sollten dann vielleicht erst einmal schauen, dass wir hier ein bisschen mehr Gold reinkriegen. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erwähnt habe. Ich muss sagen, ich finde die Spiegelung in dem Marmorboden finde ich echt schön gemacht. I like. So. Construction hat uns 240.000 gekostet. Okay. Dass uns Gambling so viel kostet, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Können wir hier... Play kostet 1 Cent. Wow. $3.27 pro Stunde. Das macht dann $3.27. Alter. Kein Wunder, dass wir damit nichts einnehmen. Ich drehe das mal auf einen Dollar hoch für ein paar Automaten. Ey, was ist das bitte für ein Standardpreis? Und wo kann man das einstellen, dass der Standardpreis mal ein anderer ist? Wisst ihr was? Ich stelle das jetzt mal bewusst für alle Automaten um, nicht nur für ein paar. Was ein Rotz. So, das wird jetzt erstmal einen kleinen Moment dauern. Warte mal. Wenn ich sage Apply. Achso. Ah, sehr schön. Jetzt hat er da. Ah, verstehe. Wenn ich sage Apply All in Row, dann übernimmt er die Preise. Okay, nur für den Automatentyp scheinbar. Für die hier aus irgendeinem Grund nicht. Gut, da hat das sehr gut. Okay, dann hoffen wir mal. Die Werbung läuft noch, sehr schön. Was haben wir hier? Ach so, dann muss ich erst erforschen, dass ich da die Regeln ändern kann. Oh yes, da kommt jetzt eine große Meute, sehr schön. Dann lasst mal bitte viel Geld da. Ich habe leider gar nicht mehr so viel Cash im Vault. Okay,
Ja, sehr schön. Kommt rein und zockt euch das Geld aus den Taschen. Ich muss ja kurz gucken, ob man das beim Bauen irgendwie einstellen kann, der Automaten. Wie viel die starten? Nee, kann man leider nicht. Schade. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier auch mal ein vernünftiges Einkommen. Sehr schön. Aber ich sehe gerade die Anzeige hier, die macht irgendwie noch keinen Sinn. Oder macht er das immer nur am Tagesende, die Gesamtübersicht? Weil wir sehen ja hier noch gar nicht, was der aktuell einnimmt. Ja, das ist aber definitiv sehr gut jetzt, was der damit einnimmt. Wunderbar. Na, das läuft doch jetzt endlich mal. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind finanziell jetzt doch tatsächlich auf einem recht guten Weg. Hoffe ich zumindest. Mal gucken, was am Ende des Tages bei rumkommt. Also ich muss ich gestehen, die Anzeige hier echt verwirrend. So, jetzt sind wir aber wieder... Ah, okay, weil wir jetzt Geld abgehoben haben, waren wir jetzt kurz im Minus, aber jetzt schon wieder, mein Gott. Also ich finde das doof, dass er das hier verschiebt, also hier mit netto reinrechnet in den Gewinn, weil ja eigentlich, naja, es wird ja nur Geld verschoben, ne? Kann man eigentlich irgendwo einstellen, wie viel Cash man im Vault hat? Naja, ich bin gespannt, was am Ende des Tages bei rumkommt. Irgendwie schiebt er permanent die ganze Zeit plus, minus, schiebt das hin und her und beeinflusst damit hier den Gewinn. Das geht die ganze Zeit hoch. Was soll denn das? Jetzt wieder da, 10.000 mehr, dann wieder raus, rein, raus. Das verstehe ich, ehrlich gesagt. Ich kann mir das irgendwo einstellen. Nee, nicht wirklich, ne? Komm, wir erforschen jetzt mal ein bisschen was. Das ist so dumm, ey. Ne? Jetzt hier, Geld hat er aus dem Vault zur Bank hinzugefügt. Dann hat er direkt aus der Bank wieder was in den Vault eingezahlt, dann wieder aus dem Vault zum Bank. Was ist das? Ich will da eine Einstellung für haben, verdammt. Sorry, das ist echt ein bisschen störend, finde ich. So, da kommt nochmal eine Traube, sehr gut. So, ich glaube, die Büros, die sollten wir dann doch mal ein bisschen schicker gestalten. So, und der Boden auch. Machen wir mal ein paar schöne Debbigen. Gucken, passt das dazu. Ja, nehmen wir einfach mal.
Also, wie schaut's aus? Ja, die Vault Collection, die schraubt sich immer nur hin und das ist so, ich check's nicht. Also, vielleicht kann ja auch sein, dass ich gerade einfach nur irgendwie auf dem Schlauch stehe, aber ich verstehe da ehrlicherweise den Sinn nicht. Und auch warum der jetzt hier so anzeigt, wir haben 165 Ausgaben, obwohl wir hier 19.000 Gewinn gemacht haben, nur durch die Automaten. Verstehe nicht. Also ich würde es mal abschieben auf die Kinderkrankheiten, die ein Spiel im Early Access nun mal haben kann. Weil angeblich werden hier Millionen bewegt, aber ich zahle es immer nur auf der Bank ein, dann hebe ich es wieder ab. Dann zahle ich es wieder ein, dann hebe ich es wieder ab, ohne dass ich da irgendwie Einfluss drauf nehmen kann. Das ist doch doof. Kann man da irgendwas gegen machen, forschungstechnisch oder so? Nee, ne? Vor allem, es sah erst so gut aus, aber irgendwie habe ich jetzt so latent das Gefühl, dass ich doch nicht wirklich Gewinn mache. So, jetzt schauen wir mal unterm Strich, was wir gestern gemacht haben. Angeblich 24.000. Nicht mit reingerechnet werden, aber hier die 27.000, die ich da mit eingenommen habe. Und anscheinend auch nicht die 10.000, die ich als Tischpreise rausgegeben habe. Ei, da muss ich aber dringend dran schrauben hier. Hauptsache, wir kriegen noch unser Darlehen weiter finanziert. So, eine Dreiviertelstunde Ingame-Zeit noch. Dann können wir hier an den Regeln ein bisschen was ändern. Dann werde ich zumindest mal die Kosten hier ein bisschen hochschrauben für die Tische. Weil so, das geht ja mal gar nicht, dass die so viel gewinnen. Ich meine, guck mal. Am Vortag, die haben 10.000 rausgehauen, haben aber in Summe gerade mal 8.000 eingenommen. Ich meine, wir sind ein Casino. Ich dachte, das Haus gewinnt immer. Warte mal. Manage Game. Das doch jetzt schon erforscht, oder nicht? Ja, Table Rule. So, Sekunde, ich drehe mal das Tempo kurz runter. Ah, okay. Aber blöderweise kann man hier nicht die Kosten einstellen. Ja gut, die können auch alle setzen, was sie wollen, letzten Endes, ne? Casino-Kommission, was heißt denn das? Achso, dass wir davon einen Anteil kriegen, oder was? Okay. Ah, Moment, wenn es den Prozentsatz hochschraubt, dann würde ich mal unterstellen, dass das eher negativ für uns ist, weil das vielleicht die Ausschüttung beeinflusst oder so. Texas Hold'em. Was, da können wir gar nichts einstellen, schön. Blackjack, so. Ich mach das mal bei Blackjack, weil ich mal wissen will, ob das da einen Effekt hat oder nicht. Und wenn ja, was der Effekt ist, natürlich. So, immerhin, jetzt fängt er noch nicht an, großes Geld hin und her zu schieben. Läuft denn unsere Werbeaktion noch? Ja, die läuft noch. Ich guck gerade, was könnten wir denn sonst noch so machen?
Bingo-Spiele veranstalten. Achso, dann müssen wir erst in den Bereich Bingo-Halle deklarieren, okay. Badezimmer, okay, okay, okay. Konferenzräume. Achso, hier, genau. Wir könnten hier ein Buffet. Das könnten wir in der Tat mal machen. Zumindest ein kleines. Wir können es ja später nochmal umdekorieren. Oh, was mir jetzt echt fehlt, ist so ein kleiner Planmodus. Weil wir brauchen ja auch mal irgendwo ein paar Tische, genau. Haben wir da mal Seafood, hier ist Steak, Dessert, Bier, Moment, der muss irgendwo draufstehen, ne? Oder? Ach ne, der ist an der Wand, okay, gut. So, dann haben wir jetzt mal einen Buffetbereich deklariert. In der Hoffnung, weitere Einnahmen generieren zu können, hoffen wir mal das Beste. Jetzt könnten wir natürlich noch hier so einen schicken Holzboden machen. Machen wir jetzt auch. Auch wenn, ich finde das so doof, dass man sich das nicht... Ach shit, wir haben gar keine Küche. Aha. Super, ich fange schon mit Deko an und habe noch keine Küche, ey. Ich bin so eine Blitzbirne manchmal. Okay, dafür habe ich nicht genug Geld. Ja, super. Okay, dann warten wir erstmal, bis ein bisschen Geld reinkommt. Und dann können wir auch vielleicht unser Buffet eröffnen. Das war jetzt natürlich bräsig. Ich habe nicht gedacht, dass wir das ja vielleicht auch mal befüllen sollten mit Ware. So, jetzt haben wir mal ganz kurz Geld und da verschwindet es wieder. Das wird es etwas mühselig machen. Mein Gott, ist das anstrengend, ey. Wenn immer das Geld direkt verschwindet. Jetzt hier wieder 10.000 im Vault. Die verschwinden dann wieder aus dem Vault. Ich check's nicht. Immer diese Hin- und Herschieberei. Was soll das denn? So. Dann erstmal eine Tür. Dann deklarieren wir das Ganze mal als Küche. So, hätten wir das. Zwei Herd, ein Kühlschrank. Komm, wir machen alles zweimal. Sekunde. Ja, okay, speicher eben.
So. Wie? Ah, Assign to und dann hier Kitchen. So. Ja, sehr schön. Jetzt geht das Fressen los. Dann hoffen wir mal, dass der Effekt da ist und wir dadurch Geld kriegen. Aber ich denke, das wird dann jetzt hoffentlich laufen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir machen einen kleinen Cut und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.